Hallihallo, ihr lieben Leute, ich bin's wieder, der Lautschi. Jawohl, und an meiner Seite ist der liebe Schnappi. Schönen guten Abend. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ja. Ich wollte Juhu sagen und, oder guten Abend oder so, und daraus wurde Guru Guru Guru. Ja. Sehr geil. Ja. Ja, wir haben das Topspiel der zweiten Liga am Start, jetzt wieder mit EA Sports FC 24. Ja, wir freuen uns. Ja? Mal schauen, was wird, was wird. Wir freuen uns. Ja, genau. Was wird? Genau. Ja, St. Pauli, ne, momentan sehr, sehr stark unterwegs. Will natürlich daheim weitere Zähler sammeln. Und Nürnberg, ne, will natürlich auch in dieser Saison mal ein Zeichen setzen. Ja. Und naja, wir werden sehen. Wir werden sehen, es wird auf jeden Fall interessant. Und vor allen Dingen, was jetzt ganz toll ist, das neue EA Sports FC hat jetzt ja auch das Millern-Tor am Start. Das heißt, wir können das erste Mal auch direkt im eigenen Stadion vom FC St. Pauli spielen. Das ist ganz, ganz toll. Da freuen wir uns wirklich richtig. So ist es. Und ja, wir sind einfach mal gespannt. So. Ich hoffe, ich kann St. Pauli mal ein bisschen besser vertreten wie in der Vergangenheit. Ihr wisst ja, ich hatte ja so eine kleine Krux gehabt mit St. Pauli. Irgendwie war es mir vergönnt, mit St. Pauli jemals einen Punkt zu sammeln. Aber neues Spiel, neues Glück. Rennewerber blüht, wie man so schön sagt. Die Karten werden neu gemischt. Ja, und da sehen wir schon. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? EA, macht noch mehr Zweitliga-Stadien rein. Betzenberg zum Beispiel, Fritz-Walter-Stadion. Betzenberg. Ja, Betzenberg und so. Ja, aber mehr davon. Ne? Also gerade Millern-Tor feiere ich übelst, dass ihr das reingemacht habt. So, und da gibt's schon den Anstoß. Auf geht's. Sehr gut. So, Nürnberg gleich mal mit hohem Pressing. Oh, und da geht's schon mal gleich rein. So. Oh, wie kann er denn nur? Oh, da muss der Torwart direkt rein. Aber schön, dass er auch mal grätscht. Habe ich so auch noch nie gesehen. Nee. Das sehe ich auch zum ersten Mal heute. Glück gehabt. Oh. Oh. Nürnberg hat sich echt was vorgenommen. Das sieht man. Sehr, sehr kampfbetont. So, aber jetzt. Oh. Avolian. Oh, und ja, wer hat den jetzt gekriegt? Ich habe keinen Plan. Das sah komisch aus. Oh. Eieieiei. Ah, Flanke kommt nicht durch. Optimistisch jetzt gerade in dem Moment so rüber zu passen. Boah. Oh. Ja, die Nürnberger machen Druck. Mein lieber Mann, ja. Die wollen einen Ballverlust erzwingen. So, Irvine, sehr gut. Aber bei Irvine, da muss ich immer an den Formel 1. Ja, auf jeden Fall. Denken. Definitiv, geht mir genauso. Ach, scheiße. Ah, beide reingegrätscht. Ja. St. Pauli. Oh, der ist gut. Warum geht er nicht hin? Oh. Alter Schwede. Ist doch nicht. Ja. Puh. Ach du, oh, komplett verzogen.
Ball erstmal. Versucht da ein bisschen Ruhe reinzubringen. Ist ein hektisches Spiel. Es ist wirklich, die Nürnberger sind, die sagen sich halt, okay, wir wissen, was für ein Hexenkessel St. Pauli ist. Ja, und dementsprechend müssen wir sie zu Fehlern zwingen, Druck erzeugen. Oh. So, Saat jetzt vielleicht mal. Schöne Gritsche. Sauber. Oh Gott. Oh. Fehlpässe sind schon sehr hoch. So. Eieieiei. Einwurf Nürnberg. Oh, schade. Weg damit! Oh! Oh. Sehr gut, Valilic ins ausgerettet. Ecke. Okay. Oh! Er schießt doch! Oh, man sieht den Ball gar nicht mehr. Wo ist er denn? Lauter. Oh, bringt ihn einfach mal raus. Was für eine Hektik. Seit 20 Minuten. Und es ist keine Ruhe in Sicht. Oh! Oh! Oh, das gibt's doch nicht! Mach ihn doch! Was ist denn das für ein Kopfball? Oh! So, na, jetzt. Ah, oh, was ist denn das? Was sind denn das hier? Man merkt, der Torwart ist auch heute Gott sei Dank noch nicht so neben der Spur, dass er schon daneben gegriffen hat, aber er lässt sich von der Hektik an decken. So, jetzt. Saat vielleicht mal, vielleicht für die. Für. Oh, Irvine! Kommt er fast ran? Nix. Oh, der Herr lässt er erstmal laufen. Vorteil. Das sah erstmal. Ja. Ach, also so viele Fehlpässe, das ist. Oh, da wird schon. Ist das eine Hektik hier? Das steckt schon an vom Spiel. Also ich werde auch schon hektisch hier am Controller. Aber echt, das ist echt. So, jetzt vielleicht. Oh, mach doch nicht noch eine Vorlage. Martinia. Ecke. Jetzt zur Ecke. Erste eine Chance. Von St. Pauli nach 30 Minuten. Halbe Stunde haben sie tatsächlich im eigenen Stadion mal gebraucht. Sehr ungewöhnlich, aber gut eingestellt. Der FCN, der Club. Oh. Oh, und der ist gut. Oh, der sitzt. Der sitzt, da konnte der Torwart auch nichts machen. Der war zu platziert. Koller. So. Jetzt erstmal gucken, dass sie irgendwie wieder einen vernünftigen Spielaufbau reinkriegen, aber der Club tut keine Anzeichen jetzt nach diesem 1:0 da eventuell ein bisschen Ruhe reinkommen zu lassen. So, aber jetzt St. Pauli. Jetzt vielleicht. Und Saat. Schöne Vorlage. Oh, cool. Wuhu. Ich habe FIFA 98 Vibes. Well, I feel every battle. Wuhu. Ach ja, mit der Halle. Das war so toll. Ja, das war toll. Also EA. Im Karrieremodus Halle. Genau. Also nicht Stadion von Halle, also vom Hallischer FC. Oh, der kommt gut! Oh, der. Was denn jetzt? Oh. Abseits oder was? Ja, ich glaube. Oh, guck mal, wie er sich ärgert. Wie geil. Geht das sogar in die. Das ist geil gemacht, die Animation teilweise, wenn man so ein bisschen drauf achtet. Der Saat. Geil gemacht.
Mensch. Was ist denn hier los? Ey, diese vier Pässe. Schöne Grätsche. Sauber. Oh, 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 oh. Oh, der kommt gut. Aber oh, Vasili. Schön geil. Vasili oder wie er auch immer heißt. Liebe St. Paulianer, oh, schreibt mir das bitte rein, wenn ihr es wisst, wie die richtige Aussprache ist. Freuen wir uns immer wieder. Genau. Oh. Ah, da muss ich nicht gleich fallen lassen. So, und es geht in die Halbzeit. 1-1. Ja, Wahnsinn. Was ja in der ersten Halbzeit. Nürnberg macht erstmal die erste Halbstunde. Druck as fuck. Aber Gott sei Dank hat sich St. Pauli da nicht beirren lassen, sich auf ihre Tugenden besinnt und hat sogar 4 Minuten danach direkt den Ausgleich gemacht. Was wichtig ist natürlich. Ja, da sehen wir jetzt den Nürnberger Tross in die Kabinen reingehen. Können eigentlich zufrieden sein mit der ersten Hälfte. Ja, hätten vielleicht jetzt gerne das 1-0 mitgenommen. Und jetzt nicht noch den Gegentreffer bekommen. Jetzt schauen wir erstmal, wie beide Mannschaften aus der Halbzeit rauskommen. So. Mal gucken, ob sie es jetzt ein bisschen ruhiger angehen. Mit dem Pass, ja, der war schon ein bisschen ruhiger. So. Ball. Schöner Pass zu. Aber der ist abgelaufen. Ach, Mist, warum macht er das? In Ordnung, lassen doch. Nee. Also die Ecke war ja vermeidbar. Ah, die war nix, die war nix. Oh. 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 Hallo? Ich wollte einfach nur wegschießen. Der sollte jetzt nicht noch einen Angriff starten. Alleine. Ach. Ach komm. Okay. Hä? Da habe ich jetzt auch nicht verstanden. Also habe ich jetzt nichts gesehen. Also ganz und gar nicht. Ganz oder gar nicht. Smith. Irvine! Irvine! Oh! Alter, Irvine! Oh, der wär's doch gewesen. Der war knapp. Na, oh, was ist denn das? Oh, Glück gehabt, dass er sich verdrückt hat. Oh, der kommt! Oh! Alter, schon drin, den habe ich schon drin gesehen. Ja, wollte ich auch schon sagen. Habe ich auch schon drin gesehen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ah, gut weggestützt, wegstipitzt. Ah! Oh, Gott sei Dank. Shit. Weg damit. Wo ist denn da der zweite Mann? Der haut sich da noch rein. Ja, logisch. St. Pauli, St. Pauli. Oh, der läuft alle davon. Ey. Ah, aber Ecke. Ecke. Hand. Hände auf dem Rücken, sehr gut. Hände auf, die waren auf dem Rücken. Komm. Das ist auch eine gute Animation, dass wir jetzt zeigen, dass die Hände auch wirklich weggehalten werden. Ja, ja, das haben sie aber schon, haben sie auch schon in den anderen Teilen gut hinbekommen. So, der ist gut. Ist mir das. Oh, der war nicht schlecht. Ist mir nie so aufgefallen. Ja, 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 aber ja, ja, also natürlich haben sie es hier und da verfeinert. Das stimmt schon. Hin! Atze! Jawohl!
warum denn da lang? Da raus. Zack. St. Pauli. Oh! St. Pauli! Oh. Oh, der ist gut. Oh, shit. 67 Minuten und sagen auf beiden Seiten. Schleimer geht. Hayashi kommt. Der alte Schleimer geht. Ja. Wie würde Lautschi jetzt sagen? Munteres Spiel. Auf jeden Fall. Der ist gut! Boah. Der ist gut! Halt ihn doch fest! Irvine! Ach, Mensch, Irvine! Jetzt kommt der Handwerker. Ja, der Handwerker kommt und bei mir kommt der Zollstock. Nee, Zoller halt, ja. Der ehemalige Bochumer. Und der Ex von der Tomala. Den gibt's auch noch. Von Torra. Der Ex-Stecher von der Montora, genau. Der Simon. Pfosten! Außenpfosten! Und wie der gewackelt hat. Wie der gewackelt hat, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Ich hab ganz leicht gedrückt. Oh, was macht. Irvine, was machst du denn? Irvine, ey. Aber och, ey. Ja, man merkt, jetzt sind die Fehlpässe doch wieder ein bisschen vermehrt. Ah, schön. Weltklasse gehalten. Und nochmal die Ecke verhindert. Ja. Oh, der war schlecht. Ah! Mit der Reingabe. Komm! Dart, Mensch! Das gibt es doch nicht. Jetzt hat Nürnberg aber sehr viele Chancen. Ah! So. Metcalf kommt rein. Saad darf gehen. Ordnet sich gleich direkt ein. Und auch auf der Nürnberger Seite wird gewechselt. Genau. Och. Komm. Oh. Ecke noch? Ecke, ja, mit Sicherheit. Nee. Nee. Okay. So, und jetzt kommt Egelstein doch noch zu seinem Aufsatz, würde ich schon sagen. Auftritt. Oh. Er kommt. Egelstein, hast du gesehen, wie er sich da an der Bande gehalten hat? Ja. Ja. Ach, das wäre es gewesen. Kaum eine Minute auf dem Platz und dann direkt jetzt geschallert. Ah. Hä? Warum denn nach hinten? Hab ich gar nicht hingedrückt. Oh. Ja. Ja, der sieht schon gut aus hier. Ja. Oh, was denn jetzt? Was ist denn mit ihr? Was wackelt die denn da unten immer rum? Schon vorbei? Nee. Jetzt gibt's Freistoß. Okay. Ah! Der war nichts.
Oh, so eine Lücken da. Zoller. Ah, ja. Zoller, immer noch Zoller, aber da wird er gestoppt. Neunte Minute läuft, viel Nachspielzeit dürfte es nicht geben. Drei Minuten. So, vielleicht den Angriff noch. Oh, findet keinen Abnehmer. Das war's. 1-1 trennt sich. Der FC St. Pauli und der Club aus Nürnberg. Ja, auch wieder ein munteres Spielchen, was soll man dazu sagen, ne? Wahnsinn. Und Chancen hüben wie drüben, definitiv, ne? Teilweise sogar mit sehr viel Glück auch teilweise noch von der St. Pauli-Seite, aber auch wenn man das eine sehen will, Irvine eigentlich noch einnicken hätte können, das eine Mal. Ne? Also ja, hätte auf beiden zugunsten laufen können, beider Mannschaften. Aber jetzt müssen sie sich die Punkte teilen. Ja? Tja, so bleibt die Liga spannend. Warum auch nicht? Ne? Ist ja eh spannend, aber ne? Punkteteilung, von daher, ja. Können beide, glaube ich, auch damit leben. Jetzt geht es erstmal in die Katakomben. Lieber Stabi, was meinst du? Ja, so ist es. Du hast schon alles gesagt. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Super Spiel. Also ich fand es sehr unterhaltsam, sehr kampfbetont. Und ja, ich freue mich auf mehr. Schönes Ergebnis, 1-1. Auf jeden Fall, das hat man auf jeden Fall gesehen. Das war sehr kampfbetont, sehr zweikampflastig und so weiter und so fort. Ne, hier und da auch einige Fehlpässe, aber ja, so ist das. Ne? Aber trotzdem, war ein schönes Spiel. Jetzt das allererste im altehrwürdigen Millantor-Stadion. Ja, 1-1, das ist ausbaufähig bei mir, ne? Ist keine Niederlage. Ja, mal schauen, ja, wie es weitergeht. In diesem Sinne, macht's gut. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr Bescheid, lasst gerne ein Like da, schreibt was in die Kommentare, freuen wir uns immer wieder drauf. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Top-Spiel-Prognose. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao und bye. Macht's gut, tschüss.